Nein, geht nichts ohne Unterstützung, geht gar nichts mehr. Am 12. Mai war der Tag der Pflege. Wir haben uns im Vorfeld mit Josefine und ihrer Pflegerin Biljana getroffen, um mit ihnen über die Situation der Pflege in Österreich zu sprechen. In den letzten 2 Jahren hat es ja 2 Pflegereformen gegeben. Hast du von denen etwas gespürt? Ist die Entlastung, wenig, die angekündigt wenig worden ist? Gar es ist alles teurer geworden und das ist ein bisschen was, diese Erhöhung, das spürt man kaum. Josefine war Gärtnerin, bis sie sich eines Abends mit leichten Rückenschmerzen schlafen legte und mit einer Lähmung aufwachte. Seit mehr als 25 Jahren braucht Josefine professionelle Pflege. 15 dieser 25 Jahre wurde sie von Biljana begleitet. Biljana hatte einen Bürojob, bis sie sich für einen Wechsel in den Pflegeberuf entschied. Ich habe einfach in mir diesen Helfersyndrom immer gespürt. Ja. Und jetzt merke ich mal, dass Büroarbeit ganz was Trockenes für mich war, dass ich total unglücklich war und dass ich jetzt mit den Menschen und mit dem, dass ich spüre, ich kann für jemanden da sein und für jemanden was tun, das macht was mit mir. Genau, das macht was mit mir, ja. Laut einer Studie aus 2021 haben knapp 50% der PflegerInnen bereits überlegt, den Beruf zu wechseln. Biljana ist keine davon. Und was magst du am liebsten an deinem Beruf? Für einen Menschen da zu sein und ein Feedback, was ich bekomme, kriegt man nirgends. Bis 2050 fehlen in Österreich rund 200.000 Pflegekräfte. Die Belastung spüren sowohl die Patientinnen als auch das Personal. Spürst du denn auch bei dir im Alltag? Ja. Immer wieder kommen die Kollegen in Dienst, wo eben die Freitage sind und das ist ja traurig. Weniger Leute sind es nämlich, ne? Also es fällt der Schuh auf, nämlich mit der Zeit. Biljana und Josefine sind ein eingespieltes Team. Ihre Beziehung beruht, wie bei vielen anderen in der Situation auch, auf Zuneigung und Respekt. Kommt wieder der Nächste, nämlich und den mit alle vertrage ich mich nicht. Ich habe mich auf den Menschen gewöhnt und wende mich darauf, dass sie kommen und fertig. Da habe ich ins Herz eingeschlafen, das ist so wie meine Familie heute. Lebt man in professioneller Betreuung, hängt das Sicherheitsgefühl nicht mehr nur an einem selbst. Josefine wird immer auf die Unterstützung von anderen angewiesen sein. Ich tue immer beten, dass für Billy nämlich alles gut geht nämlich, und das gesund bleibt. Nämlich. Die anderen zwei auch nämlich, und ich tue für alle beten praktisch. Nämlich, ne? Das gesund bleibt nämlich, und dass sie öfter kommen. Nämlich, ne? Und dass so bleibt, dass nichts geändert wird. Nämlich, ne? Weil wenn was geändert wird, dann tue ich mir auch was ändern. Wäre ich auch weg. Wenn jetzt die 5, 4 weggegangen, ja, bin ich auch weg.